Hey Leute, wie geht's? Momo hier. Heute haben wir ein kleines Unboxing und zwar geht es um den Xiaomi Mijia Infrarotsensor und fotosensitiven Nachtlicht. Das ist die lange Beschreibung übersetzt auf Deutsch. Es handelt sich hierbei um ein Nachtlicht, das ich hier für unser Bad nutze. Und wir gucken uns mal an, was hier drin ist. Wenn wir die Box hier einmal aufmachen, dann sehen wir einmal das Nachtlicht selbst. Schön clean gehalten und in einem schlichten Weiß mit Milchglasoptik. Die LED rahmt das Gerät. Und wir haben noch einmal die Wandhalterung zum Aufkleben hinten drauf und eine Bedienungsanleitung. Diese Bedienungsanleitung ist illustriert, also auch für Leute, die dem Chinesischen nicht so mächtig sind. Wir sollten auch mit dem Gerät klarkommen. Wenn wir den Deckel hier hinten einmal öffnen, dann sehen wir, dass das Nachtlicht von 3 Standard-AA-Batterien betrieben wird. Ich musste hier jetzt einmal neue Batterien suchen, weil da jetzt auch keine mitgeliefert waren. Steckt man sie ein, dann aktiviert sich das Nachtlicht sofort. Es hat 2 Stufen hier hinten. Hier hinten kann man sehen, dass man den Schalter einstellen kann auf eine schwächere und eine stärkere Stufe. Ich mache hier einmal das Licht aus, um das Nachtlicht ein bisschen besser zur Geltung zu bringen und switche hier einmal zwischen den beiden Lichtstufen. Das war's dann erstmal zu diesem Unboxing. Ein komplettes Review folgt in Kürze. Bis dahin abonniert den Channel, kommentiert unten drunter, ob euch das Video gefallen hat. Schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.